recht schönen guten Abend. Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier im Kunsthaus Essen zu unserer allmontäglichen Veranstaltung Evening Songs. Heute ist die Nummer 7 oder 48. Ich habe den Überblick verloren, das ist aber auch nicht weiter tragisch. Zunächst mal herzlichen Dank, dass ihr so doch relativ zahlreich erschienen seid. Wenn man sich das Wetter anguckt, ist es ein Wunder, dass überhaupt einer bis hier hingefunden hat, aber es ist euch ja gelungen, sehr schön, dafür schon mal vielen Dank. Als vor ungefähr einem Dreivierteljahr der Florian Walter, der gleich auch auf der Bühne stehen wird, mir von dem Projekt seiner Band Die Verwechslung erzählte, die das ganze Jahr über immer wieder mal überfallsartig an Dönerbuden und Trinkhallen musiziert hat, war mir sofort klar, diese Tournee, diese Dönerbuden-Trinkhallen-Tournee 2010 muss ihren Abschluss finden am Mythos-Grill. Es geht gar nicht anders. Zufälligerweise ist der Weg zum Mythos-Grill gar nicht so weit gewesen, weil der Inhaber des Mythos-Grills in dem Fall, Matthias Schamp, viele Jahre als Künstler hier im Haus tätig war und auch gar nicht so weit weg wohnt, gerade mal in der Nachbarstadt Bochum, die ja auch zur Kulturhauptstadt zählt. Insofern ließ sich das sehr leicht einfällen, die Band, die Verwechslung und den Mythos-Grill zusammenzubringen. Genau das passiert hier heute Abend. Die wichtigsten Devotionalien des Mythos-Grills sind bereits aufgebaut. Fritteuse, Pommes-Tüten, Ölflasche, Mayo, Ketchup. Was genau passiert in der nächsten Dreiviertelstunde, weiß ich selber nicht. Auf jeden Fall werden Pommes zubereitet und gereicht. Also ich gehe so rum und verteile Pommes, nachdem der Matthias sie hoffentlich erfolgreich frittiert haben wird. Beziehungsweise vielleicht kommt ihr auch hier hin. Das hier wird der Pommes-Tresen sein, hier an der Seite. Vielleicht kommt ihr auch dahin und bedient euch selber. Müssen wir noch gucken, was weniger Lärm macht. Wenn es zu viel Gerasche gibt, glaube ich, laufe ich ein bisschen rum und verteile die Pommes. Wer nicht will, muss keine Pommes. Es gibt keine Essverpflichtung. Aber vorhin fragten die Ersten schon nach Nüssen und sowas. Also Nüsse und sowas gibt es heute nicht. Es gibt heute Pommes, Ketchup, Mayo oder Ketchup und Mayo, je nach Geschmack. Das Ketchup, habe ich mir versichern lassen, ist aus biologischem Anbau, also Bio-Ketchup. Ne? Die Mayonnaise dafür extra nicht. Also es ist so, dass man das sich selber einstellen kann, wie man es braucht. Spätestens in der Fritteuse, nach dem Frittiervorgang bei 180 Grad, ist die Frage, ob das jetzt Bio war oder nicht, ohnehin relativ. Sollte Bio drin gewesen sein, ist es nach dem Frittiervorgang auf jeden Fall tot. Wir haben heute die Band Die Verwechslung, die besteht aus Fabian Jung. Wo ist er? Fabian, komm doch bitte mal zur Bühne. Applaus für Fabian Jung. Felix, bitteschön. Bitteschön. Florian Walter, bitteschön. Und den Inhaber des Mythos Grills, Matthias Schamp, bitteschön. Thank you.
Reflektieren und frittieren und musizieren!